Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns euer Horoskop für den Januar 2023 an. Auf diesem Kanal werden jeden Tag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Zusätzlich wird es noch Wochen- und Monatshoroskope geben. Um keine Horoskope zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Die Sonne im Steinbock erhält den Kommunikationssektor deines Horoskops und mit dem rückläufigen Merkur im Steinbock könntest du auf alte Freunde treffen, alte Treffpunkte wieder besuchen, Pläne überdenken und Dinge neu überdenken. Es könnte zu Missverständnissen kommen, besonders wenn du es eilig hast. Es kann auch zu Verzögerungen kommen, aber wenn du es langsamer angehst, kannst du interessante Informationen und neue Perspektiven entdecken. Am 1. Januar trifft Venus in Steinbock auf einen deiner herrschenden Planeten, Pluto, und du findest dich in einer transformativen Diskussion wieder. Eine kraftvolle Liebesbotschaft könnte eintreffen. Die Stimmung ist besonders leidenschaftlich. Merkur trifft am 2. Januar auf Neptun in den Fischen, was eine Botschaft der Liebe, des Mitgefühls oder des Verständnisses bringen kann. Die Kreativität fließt. Wenn Venus am 3. Januar in den Wassermann eintritt, könntest du dich darauf freuen, dein Zuhause neu zu dekorieren oder deine Lieben in deinen Räumen zu unterhalten. In deinem Liebesleben gehst du eine tiefere, intimere Verbindung mit deinem Partner ein. Vielleicht erzählst du ihm von deiner Vergangenheit oder stellst ihm deine Familie vor. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, stehen Themen wie Geborgenheit und Sicherheit ganz oben auf deiner Agenda. Venus verbindet sich am 4. Januar mit Jupiter im Widder und sorgt für eine Atmosphäre der Großzügigkeit und Freundlichkeit. Eine entspannte, hilfsbereite Energie durchströmt deinen Alltag. Der Vollmond im Wasserzeichen Krebs findet am 6. Januar statt und bringt eine Diskussion zu einem wichtigen Abschluss. Es könnte zu einer Konfrontation kommen, und es werden viele Informationen hin- und hergeschickt. Einige davon sind sehr neu und kommen vielleicht gerade erst ans Licht. Aber durch Zusammenarbeit und Kompromisse können große Fortschritte erzielt werden. Die Sonne trifft am 7. Januar auf Merkur und markiert den Beginn eines neuen Gesprächs und einer neuen Art, über Dinge zu denken und zu sprechen. Zufällige Begegnungen finden statt, wenn Merkur rückläufig am 8. Januar mit Uranus im Stier zusammentrifft. Vielleicht triffst du unerwartet auf jemanden. Venus verbindet sich am 9. Januar mit deinem anderen herrschenden Planeten Mars, der derzeit rückläufig in den Zwillingen ist, und du wirst einen emotionalen Durchbruch erleben. Etwas aus der Vergangenheit macht mehr Sinn oder ist weniger belastend für dich. Der rückläufige Mars endet am 12. Januar und du gehst neu mit Geld um, insbesondere mit Rechnungen, Steuern, Schulden, Erbschaften oder gemeinsamen Ressourcen. Wasserzeichen wie du werden manchmal beschuldigt, übermäßig sentimental zu sein und sich an die Vergangenheit zu klammern, aber der rückläufige Mars in den Zwillingen hat dich dazu gebracht, neue Wege zu finden, um mit der Vergangenheit ins Reine zu kommen. Jetzt, wo Mars direktläufig wird, gehst du mit neuen Fähigkeiten voran. Die Sonne verbindet sich am 13. Januar mit Neptun und sorgt für eine lockere, romantische Atmosphäre. Die Kreativität fließt und deine Routine bringt Abwechslung in dein Leben. Venus steht am 15. Januar im Quadrat zu Uranus, wodurch du deine Beziehungen auf eine ganz neue Art und Weise angehen kannst. Du könntest dich aus Partnerschaften lösen, in denen du dich eingeengt oder gelangweilt fühlst. Wenn du in einem Trott steckst, regt dich das Zusammentreffen von Venus und Uranus dazu an, die Dinge grundlegend zu verändern. Es ist eine aufregende Zeit, um zu experimentieren und etwas Neues auszuprobieren. Der rückläufige Merkur endet und die Sonne trifft am 18. Januar auf Pluto. Der vorwärtslaufende Merkur kann Diskussionen beschleunigen und Missverständnisse ausräumen, und das Treffen der Sonne mit Pluto bringt wertvolle Informationen. Dies könnte eine besonders gute Zeit für Recherchen sein. Ein Geheimnis könnte geteilt werden. Die Art und Weise, wie du über Dinge denkst oder kommunizierst, erfährt eine große Veränderung.
Die Wassermann-Saison beginnt am 20. Januar, was bedeutet, dass die Sonne den Heim- und Familiensektor deines Horoskops erhält. Es ist eine schöne Zeit, um sich mit der Vergangenheit und deiner Familie zu verbinden und es sich zu Hause gemütlich zu machen. Der Neumond im Wassermann am 21. Januar bringt einige Verbesserungen für dein Zuhause oder deine Wohnsituation mit sich. Du könntest renovieren, umgestalten oder sogar einen Umzug planen. Am 22. Januar könnte es zu einer Einigung kommen, wenn Venus und Saturn im Wassermann zusammentreffen und Uranus seine Rückläufigkeit an diesem Tag beendet, sodass du vielleicht unerwartet jemandem begegnest. In deinen Partnerschaften kann es zu Veränderungen kommen. Versuche, ein guter Zuhörer zu sein und versuche nicht, Dinge für andere zu regeln, wenn sie nicht darum bitten. Deine PartnerInnen könnten zu dieser Zeit eine Veränderung durchmachen, also finde Wege, um auf dem Boden zu bleiben. Sei aufgeschlossen und lass dich auf das Neue ein. Die Sonne verbindet sich am 24. Januar mit Jupiter und sorgt für eine aufmunternde und produktive Atmosphäre, und wenn Venus am 27. Januar in die Fische eintritt, sind Spaß, Romantik und Kreativität angesagt. Venus, der Planet der Liebe, der Schönheit und der Harmonie, hält sich gerne im Wasserzeichen Fische auf, dem Tierkreiszeichen der Träumer. Dies ist ein wunderbarer Moment, um deine Fantasien zu erforschen und sentimentale Beziehungen zu knüpfen. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, ist dies eine einfache Zeit, um mit Menschen in Kontakt zu treten, und wenn du bereits verliebt bist, kann sich eure Verbindung vertiefen. Auch deine Freundschaften profitieren von der großherzigen Atmosphäre. Du könntest zu dieser Zeit an einigen besonders lustigen Feiern teilnehmen. Die Sonne verbindet sich am 29. Januar mit Mars und sorgt für einen großen Schub an Selbstvertrauen. Zu Hause und in deinen Finanzen fließt eine produktive Energie. Merkur verbindet sich am 30. Januar mit Uranus und erinnert dich vielleicht an Diskussionen, die um den 8. Januar herum stattgefunden haben. Es könnten überraschende Neuigkeiten eintreffen. Eine neue Art, über Dinge nachzudenken, hat einen großen Einfluss auf dich. Halte deine Pläne flexibel, damit du dich auf unerwartete Abenteuer einlassen kannst, die dich inspirieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Schaue morgen wieder vorbei, um dein neues Horoskop zu sehen. Bis bald.